Okay, es geht weiter und ach, beendet die herzlosen Bedrohung. Erstmal raufklicken. Im Schloss des Biesters an unidentifizierte Herzlose aufgetaucht. Finde und besiege ihn. Vita kriege ich, ja, okay. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr gegen diesen Bastard zu kämpfen. Ich weiß noch, wo er ist. Ja, raste aus. Boah. Das war das Biest. Ist irgendwas passiert? Ja, der riesige Herzlose, würde ich mal sagen. Wie viele Schatztruhen gibt es hier? Eins. Zwei. Okay. Es gibt zwei Schatztruhen. Mein Ziel ist es, die Gegner hier zu töten. Also den Boss eher zu töten. Ach, so ein... Oh. Ich weiß, Leute, ich muss das eigentlich gar nicht machen, aber ich mach's trotzdem, der Vollständigkeit halber. Das Schlüsselschwert ist viel, viel besser. Wieso? Ach so, dass das Effekt von diesem Schlüsselschwert, dass der Gegner brennt. Komm, brenn mal eine Runde. Es hätte mehr Kombos machen können. Ah, so. Okay, gibt es Abzeichen? Ich hab's gleich nachgeguckt. Wo kann ich denn alles hin? Zu. Ist zu. Und das ist ein Riesen-Wow-Wow. Ich weiß jetzt nicht, wie er mich getroffen hat, aber ich akzeptiere es einfach. Dreckiger Hundekopf. Ich hasse einfach diese Hunde. Ich hasse die so abgrundtief. Die sind so schlimm wie die Autowampen. Vielleicht auch noch schlimmer. Nein, nein, die Autowampen. Okay, ich habe beide Hunde irgendwie zum Brennen gebracht. Brenn mal ein bisschen. Okay, wie ihr es wollt. Das war nicht, das wollte ich nicht, aber wenn er mich dazu zwingt, dann gibt es halt so. Dann gibt es halt Prügel. Das wird so lange dauern, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und das mache ich noch auf Profi, verdammte Scheiße. Okay, dann heißt es. Heidi Ho. Und ich hoffe, ich das schaffe, den Kampf. Er wartet da hinter der Tür da vorne. Ja, rast aus. Okay. Es kam aus der Nähe. Von der Brücke. Ja, teilweise ja. Oh, Abzeichen. Kann ich nicht rein. Ist irgendwo noch ein Abzeichen? Ja, anscheinend nicht. Dann gehe ich einmal durch die Mitte. Und dann kommt gleich was zu uns geflogen. Huch. Was habe ich gesagt? Oh. Was kann ihm das antun? Was? Was ist das da draußen? Ja, das wirst du gleich auch rausfinden. Okay, da ist irgendwie mal... Oh. High Potions. Irgendwie heilen High Potions mehr als Vita. Komisch, aber egal. Und unser Boss. Ja, Roxas. Ich weiß, was du denkst. Wieso hast du das Schlüsselschwert? Dieser eklige, eklige Boss. Ich weiß noch die Strategie, wie ich ihn besiegt habe.
ekligen Hunde. Was kommt jetzt raus? Oh, scheiße. Da muss man aufpassen. Deswegen dauert der Kampf länger. Wegen dieser einen Kacke mit dem hier. Okay. Du bist ein Dummkopf, du weißt es nicht. Wie hat das mich jetzt getroffen? Der ist irgendwie dämlich. Okay, den kann ich leicht ausweichen. Habe ich gerade so gesagt. Ah, das ist der... Das ist eine Schwachstelle. Wenn man das angreift, zieht das am meisten ab. Okay, ich wäre jetzt gerade gestorben. Scheiße, Mann. Okay. Die gleiche Scheiße nochmal. Wie habe ich ihn früher besiegt? Es gab doch irgendeine komische Taktik. Ach ja, ich war einmal in den Seiten. Ich habe immer von den Seiten so operiert. Kam ich jetzt auf die Idee, das anzuvisieren? Also ich meine das nicht auf eine schlechte Art, eher auf eine dämliche Art, weil ich davor nicht anvisiert habe. Abhauen. Ja, wegen das da. Ich habe dazu gelernt. Scheiße. Wie hat das mich jetzt... Muss ich ständig in Bewegung bleiben oder was? Bleib einfach hier. Das tritt mich sowieso nicht. Achso, ja, das war der Trick. Wenn er diese Attacke macht, muss man an den Reifen an der Seite bleiben. So nicht. Nicht schon wieder. Nee, nee, nee. Nee, 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 nicht so wieder. Verschwinde. Das ist etwas zu nah, finde ich jetzt gerade so. Was kommt jetzt raus da? Okay. Zum Glück habe ich diese Luftgrätsche.
Sonst wird der Kampf noch länger dauern. Verdammt, ich sehe nichts mehr. Ey, ich verstehe jetzt nicht, wie man da ausweichen soll. Okay, ich schlage einfach zurück. Komm. Einfach so. Leute. Ich krieg die Krise. Ich krieg langsam die Krise. Ich glaube, ich hätte mich dafür besser vorbereiten sollen. Achso, wenn er einmal getroffen wurde, dann hört er auf. Verstehe. Okay. Okay, verstehe. Wenn er einmal getroffen hat, dann hört er auf. Das ist die Taktik dann, verstehe. Man kann es auch nicht blocken, glaube ich mal. Ich kann auch... Ich habe doch gar keine Chance mehr. Wie hat mich jetzt das getroffen? Okay, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, es geht weiter. Ich habe da einige Vorbereitungen gemacht. Ich bin wieder zurückgegangen. Habe mir sehr viele High Potions geholt. Und ich zeige euch gleich den Trick, den ich total vergessen habe, dass es den ja noch gibt. Wenn er mit seinen komischen Rädern kommt, da gibt es nur eine Möglichkeit, um die auszuweichen. Also perfekt auszuweichen. Ich habe 10 High Potions. Nur für diesen einen Kampf. Werde ich die, glaube ich, alle verbrauchen. Und ich lasse mich nicht von diesem Hammer treffen, den ich am Anfang ja gesagt habe, man muss es. Hallo, gehst du auch irgendwie mal zurück? Ach, hier. Man muss ganz halt gehen und die Kisten treffen keinen.
Das ist gut. Habe ich vergessen, dass es den Trick gibt. So läuft der Kampf dann flüssiger. Ohne Probleme dann. Das ist das einzige Problem, dieser Ruhe. Ich wollte nicht mehr so viel beleidigen. Okay. Ich lasse gleich eine Beleidigung raus, wenn es mal weitergeht. Okay, komm. Was hat mich jetzt getroffen? Okay. Aber ich habe doch gesagt, ich werde alle verbrauchen müssen, um diesen einen Kampf zu schaffen. Wieder zurück. Und so und so. Ey, nur drei Balken, das geht doch schnell jetzt. Nee, gut, dass er damit jetzt immer kommt. Das ist ja seine Schwachstelle. Okay, komm. So, warum? Ich weiß nicht, wieso jetzt da damit ganz einfach kommt, aber für mich ist das Beste. High Potions. Okay. Ey, den Kampf schaffe ich jetzt noch. Zur Seite. Okay, komm. Leck mich doch verdammte Scheiße nochmal. Scheiß Rambo kannst du sonst wohin stecken, Mann. Okay. Wenn ich den jetzt noch verliere, das ist Schande über mich. Fick dich, Digga. Ich habe mich auch ein bisschen dämlich angestellt hier. Aber er ist tot. Das ist das Wichtigste. Und das Herz geht zu Kindern was. Okay, dann gibt es nur zwei Bosse, die ich noch hasse. Mission erledigt. Zeit für den Rückweg. Das sagst du richtig. Und ich habe euch ja alle Fails gezeigt. Ihr wolltet es sehen? Ihr habt es jetzt gesehen, wie oft ich da gestorben bin. Dreimal, glaube ich. Okay, mir fehlt jetzt nur ein Abzeichen, das ich nicht finden kann. Bestimmt, weil ich noch nicht fliegen kann. Aber eine kleine Konversation zwischen... Nein, oh nein! Jemand kommt. Es ist Ben. Was ist passiert, du armes Ding? Oh. Oh, Belle, geh wieder rein. Hier ist es gefährlich. Ich nehme dich mit. Hast du so viel Kraft, um so ein riesiges Vieh hochzuheben, oder wie? Nein, ich muss hier bleiben und dieses Ding aufhalten. Es hat schon einer. Sie sind weg. Du brauchst nicht mehr zu kämpfen. Das klingt gut. Gut, das ist gut. Ich konnte verhindern, dass sie hineinkommt. Du musst damit aufhören, dir so viel zuzumuten. Wenn dir etwas zustieße, das könnte ich nicht. Hey, ich könnte es nicht ertragen, wenn dir oder den anderen etwas zustieße. Ein Herr muss sein Schloss verteidigen. Ich will dich nicht verlieren. Ich bin doch da. Er hat also nicht die Rose beschützt? Er hat die Bewohner des Schlosses beschützt. Er hat sie beschützt. Sie ist ihm am allerwichtigsten.
Aber Saladin meinte, es wäre die Rose. Pah, totaler Unsinn. Du Wichser, du hättest mir so helfen können. Saladin, seit wann bist du hier? Das geht dich nichts an. Ja, es klappt. Liebe von einem Biss. Wie absolut lächerlich. Liebe? Was ist das? Das ist ein Gefühl, und zwar jenes, das die beiden gerade in die Irre führt. Oh. Sie glauben, die Macht der Liebe würde sie retten. Doch es gibt nur im Märchen, nicht wirklich. Aber das gibt es nur im Märchen, nicht wirklich. So. Liebe ist eine Macht? Keine, die du oder ich jemals spüren werden. Genau wie die beiden, auf lange Sicht. Ihre Liebe wird bald völlig blühen. Liebe dauert nie lange. Aber du hast kein Herz. Woher willst du das wissen? Ich habe Augen und ein Gehirn. Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Tröde nicht rum. Der ist so ein Wichser, der hätte mich bei diesem Kampf so richtig helfen können. Aber nein! Ich bin Saladin, ich muss dir nicht helfen. Das erklärt immer noch nicht, was Liebe ist. Ist Liebe das zu beschützen, was einem wichtig ist? Woher kommt ihre Macht? Aus dem Herzen. Dann habe ich schon ein Part erledigt. Part 34. Hey, da kommt schon unser Schwertarbeiter. Schwertarbeiter stand da, oder? Ist Shion hier? Hab sie nicht gesehen. Oh. Jemand muss mit dem Mädchen reden. Es ist ihre Entscheidung, ob sie sich uns anschließen will oder nicht. Hört sich fair an. Axel, ich muss dich etwas fragen. Was ist los? Was ist Liebe? Ist etwas passiert? Nee, aber das hört sich jetzt blöd an. Weißt du, was Liebe ist? Wie bitte? Ich habe bei deiner heutigen Mission etwas über die Liebe gelernt, dass sie Macht hat. Das stimmt, hat sie. Aber ich werde so etwas nie erleben. Können niemanden nicht lieben? Dafür braucht man ein Herz. Dazu braucht man ein Herz, Mann, sag ich doch. Stimmt. Ich denke schon langsam wie ein Niemand. Liebe ist eine ganz besondere Art der Verbindung zwischen den zwei Leuten. Meinst du sowas wie beste Freunde sein? Freunde können einem am Herzen liegen. Ja, aber das meine ich nicht. Dann liegt Liebe noch eine Stufe über beste Freunde sein. Sexfreunde, hi. Ja, also nein, es gibt keine Stufen. Ich kapiere es nicht. Ist auch egal, wir werden den Unterschied nie verstehen. Wenn ich ein Herz hätte, glaubst du, dann könnte ich jemanden lieben? Wenn Kingdom Hearts vollständig ist, dann wirst du alles Mögliche tun können. Das ist schön. That's beautiful. Und ich krieg ein Level ab. Und Vitra, okay. Tag 172. Der Klang der Brandung. Kommt jetzt nicht so eine Cutscene, wenn ich mich jetzt richtig erinnere? Roxas, wie ist es dir so ergangen? Gut, schätze ich. Zeig schickt uns heute zusammen auf die Mission. Würde sagen, wir geben ein gutes Team ab. Ich kann nichts erkennen, was dagegen spreche. Oh, hast du eigentlich gehört, was mit Shion passiert ist? Nein, was? Sie hat bei ihrer letzten Mission versagt und schläft seitdem tief und fest. Shion! Das erfahren wir im nächsten Part, was mit dir passiert ist.